Servus und willkommen zu X-Rebirth. Ich habe gerade den Spielstand geladen und bin hier in einer fetten Disco. Ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, warum ich das letzte Mal hierher gekommen bin. Ich hoffe, ich habe das gefunden, was ich hier gesucht habe. Aber sicher bin ich mir da auf keinen Fall. Was mir aber eingefallen ist, wir sind ja mittlerweile quasi so weit fortgeschritten, dass wir jetzt unsere eigene Station haben. Igitt, diese schleimigen grünen Echsen sind ja echt überall. Ich gehe ja schon. Tag auch. Wir brauchen Besatzung für unsere Station. Du magst also keine Teladi? Eine Frau darf also keine eigene Meinung haben? Viele sagen, die Teladi wären gierig. Aber oft ist es nur der eigene Neid, der aus ihnen spricht. Sehe ich aus, als wäre ich eifersüchtig? Aber die sind trotzdem grün. Versetzen Sie sich mal in Ihre Lage. Diese armen Kerle sind sehr weit von ihrer Heimatwelt entfernt. Sie müssen sich so einsam fühlen. Ja, ich hänge noch immer an ihren Lippen. Oh ja, ich hänge nicht an deinen, weil du potthässlich bist. Warum um alles in der Welt hassen Sie Leute wegen ihres Aussehens? Sie können doch unmöglich so beschränkt sein. Wie auch immer, die haben einfach etwas an sich, das mich ekelt. Dieses Gespräch war für uns beide sehr erquicklich. Ich würde das gerne auf die nächste Stufe heben. Als Dankeschön will ich Ihnen von einem fantastischen Angebot erzählen, das es nur für kurze Zeit gibt. Oh ja, danke. Nein, also, scheiße. Möge das Glück immer auf Ihrer Seite sein. Ich brauche... Halt auf ein Wort! Auf jeden Fall... Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Eine Manager. In Ordnung. Dachte ich mir schon, dass ich da zurück zum Schiff muss. Und dann muss ich mal gucken, was ich denn letztendlich da jetzt, wie das mit der ganzen Produktion funktioniert. Ob ich da noch einen Spezialisten brauche oder sonst irgendwas, was ich jetzt gerade mal so überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Das werden wir aber hoffentlich gleich wissen, wenn wir den Manager eingesammelt haben. Zu schnell. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andocken Erlaubnis erteilt. Auch mal gucken, ob es denn mittlerweile Mods zu X-Rebirth gibt. Das würde mich mal interessieren, weil seit eh und je ist es so, dass die Community quasi die X-Spiele erst zu richtigen Spielen gemacht hat oder Simulation oder wie man es auch immer jetzt nennen will. Oder halt einfach zu einem funktionierenden Konstrukt. Machen wir mal Drohnenverkäufer. Pilot, ich habe hier ein paar großartige Angebote. Habe ich nicht noch was gebraucht an Drohnen? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Akzeptiert. Ich habe doch irgendwas im Kopf gehabt. Ne, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja genau, die Community, die macht halt richtig gute Spiele aus dem X-Baukasten, sag ich mal. Aber ich weiß gar nicht, ob es das jetzt schon gibt. Oh. Soll ich so ein... Sie stehen nach Verlusten. Ja, danke. Soll ich so eine Kröte überhaupt nehmen, wenn du mich so anmachst? Wir haben keinen Platz mehr für Besatzungsmitglieder? Momentchen mal. Kapitäne, warum habe ich denn so viele Kapitäne dabei? Verdammt. Hallo, mein Freund. Abgang. Ich steige am nächsten Halt aus und versuche, mein Geschäft wieder aufzubauen. Danke für nichts. Deine Mutter. So. Nächster Versuch. Sie stinken nach Verlusten. Boah. Der ist aber teuer. Ich glaube, das ist das teuerste, was wir bisher hatten. 128. Vielen Dank, dass Sie mich angeheuert haben. Sie werden nicht enttäuscht sein. Nervt nicht. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie das überhaupt geht, dass der sich auf meiner Station verlustiert. Ja,
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hinfliegen muss. Wo ist sie denn? Moment. Kurz zurechtfinden. Die sollte ja nicht allzu schwer zu übersehen sein, dessen. Moment, was ist das? Macht das die Titorell? Skaldis? Konstruktionsschiff. Was ist denn hier noch? Frachter. Meine ganze Flotte ist anwesend. Sehr cool. Die brauchen nicht alle Tage. Was brauchst du nur noch? Ach genau, wir brauchen ja noch jede Menge Scheißdreck. Richtig. Das ist der Energiefrachter. Oh, da kann ich jetzt nicht andocken. Da muss ich doch jetzt gleich mal rein. Dies ist die Albion's Gang. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier eventuell meinen Architekten abladen kann. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Sieht doch gut aus, oder? So. Boah, sorry. Voll einen Frosch im Hals gehabt. Manager. Grüße, Freunde. Arbeiten Sie hier. Suchen Sie nach einem Angebot. Das sollte richtig sein, oder? Jetzt will ich aber mal gucken. Sorry, dass ich jetzt schon wieder auf einer Station rumlatsch. Wie die aussieht. Ob das auch so ein generisches Wix-Ding ist, wie wir sie überall haben. Ja. Ja. Das ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass das jetzt auch bei meiner eigenen Station hier alles so aussieht. Wie sonst eben auch. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich jetzt gestehen. Wenigstens da hätten sie sich was überlegen können, finde ich. Ja, sau dämlich, finde ich. Aber gut, was soll man machen? Ach, Quatsch. Plattform verlassen natürlich. So. Oder wie mein Kollege sagen würde auf der Arbeit. So. Wie zur Hölle kontaktiere ich den jetzt? Wahrscheinlich hierüber. Metallgießerei. Was haben wir denn hier? Angestellte? Manager, Architekt. Handel beschränken auf andere Fraktion. Auf was können wir denn hier auswählen? Handelsdrohnen automatisch wieder auffüllen. Ja, klar. Kontrollierte Schiffe. Details? Keine. Aha. Aha. Aber ich glaube, hier können wir mal ein bisschen was ändern. Und zwar können wir dem guten Mann hier jetzt... Ah, oh, jetzt klingelt mein Telefon ein. Sorry. Sorry, da bin ich wieder. Aber ich hatte tatsächlich einen Anruf erwartet. Nur nicht um diese Uhrzeit. Also doch schon um diese Uhrzeit, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass derjenige später anruft. Naja, sorry. Aktuelles Budget. Ich habe keine Ahnung, für was das... Budget ist Managerkonto, aber keine Ahnung, wir geben dem jetzt mal 4 Millionen. Was können wir denn hier beschränken? Gesperrt. Haben wir nichts gesperrt? Das ist schon mal sehr gut. Das soll auch so bleiben, die sollen mit jedem handeln können. Rufen erstmal. Ich kann sie klar sehen. Okay, da habe ich also nichts mehr, was ich da machen kann. Produktionsmodule. Wir stellen
1320 veredelte Metalle her. Dafür brauchen wir aber Energiezellen, Nahrungsrationen, Erz, Narkotika und Raumsprit. Hatte ich mir das schon mal aufgeschrieben? Ja, tatsächlich. Ich hatte mir das sogar schon aufgeschrieben. Perfekt. Das werde ich dann auch jetzt gleich mal ausführen. Zumindest werde ich es versuchen. Genau. Aber bevor ich das tue, möchte ich das mal ausprobieren. Ich möchte tutorial jetzt meiner Station zuweisen. Was ist meine neue Aufgabe? Gib mir die Liste. Lass uns eine Station oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Fangst du ein Schiff für mich? Das ist korrekt. Stelle dich nun durch. Verstanden. Das neue Schiff wird gemäß der mir zugewiesenen Befehle benutzt. Okay. Handle mit Nil. Was heißt das? Ich bin verwirrt. Aber von mir aus. Discoleus stelle ich den auch mal zur Seite. Wir haben nicht genügend Treibstoff, um zu unserem Ziel zu sprechen. Ich kann sie klar sehen. Scheiße, jetzt habe ich das natürlich nicht gekriegt. Auf der Stelle! Was ist meine neue Aufgabe? So. Gib mir die Liste. Du kriegst auch Lass uns eine das Station hier. Oder ein Schiff mit einem Kommandanten auswählen. Fangst du ein Schiff für mich? Ja. Das ist korrekt. Stelle dich nun durch. Ja. Das neue Schiff wird gemäß der mir zugewiesenen Befehle benutzt. So, jetzt hat der zwei Schiffe bekommen. Ich weiß nicht, ob was die Titorell jetzt macht. Die hatte ja, wie gesagt, Handeln mit Nil. Was ist sie denn? Was ist die Born, Rahanas? Wo sind die Titorell? Skaldis? Gut, die ist dann wohl weg. Mal kurz in den Handelscomputer schauen. Also wir erwarten neue Anweisungen. Jede Menge Zeug. Und ich sehe jetzt schon nichts. Gibt's hier, was ich brauche? Großartig. Muss mal kurz mal die Fetthelm anrufen. Was hast denn du so? Silizium. Was brauche ich denn das? Kann ich das rausschmeißen oder was? Keine Ahnung, ne, geht nix. rufen. Rufen. Hallo, Sir. Ich freue mich sehr, Ihnen zu Diensten sein zu können. Aktuell ich werde an Ihnen kleben wie Leim, Sir. Danke. Ach nee, du hast das schon verkauft. Geplante Flüge. Erfreut, mit Ihnen zu sprechen, Sir. Genau. Jetzt ist okay. Ich hoffe, der tut das jetzt. Und wir sollten... Was macht die Titorell da gerade? Ach, die steht da noch. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal kurz in einen anderen Sektor abpesen. Und gucken, ob wir irgendwo den Rotz bekommen. Der da auf unserer Station verlangt wird. Wie gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Das machen wir dann aber... Ja, aber noch um das... Ich würde sagen, in der nächsten Folge, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, es könnte gut werden mit unserer Station. Bis morgen. Tschüssi.